Ja, die ersten Hämmerchen sind drin. Was ich noch zeigen wollte, was wichtig ist, mit diesem Winkel hier, kann man schauen, ob die Hämmerchen schön gerade zu den Seiten laufen und nicht schieben. Das sollte man also auch immer kontrollieren. Ja, dann könnten wir jetzt die alten Hämmerchen ausbauen und da die neuen Köpfe einleimen und anschließend diese Zwischenräume peu à peu auffüllen. Wenn man den alten Hammerkopf entfernt hat, entfernt man zusätzlich noch die Leimreste hier. Und prüft, ob der neue Hammerkopf passt. Der hier, man hört es auch am Quietschen, geht etwas zu stramm. Und in dem Fall kann man den Stiel mit diesem Maschinchen hier dünner rollen.
der Kopf passt. Man muss aufpassen, dass man den Stiel nicht zu dünn rollt, denn sonst sinkt beim Einleimen der Hammerkopf nach unten und das gibt leichte Probleme. Und anschließend mache ich hier in den Stiel noch einen kleinen Schlitz, damit die Luft beim Einleimen des neuen Hammerkopfes entweichen kann. Sollte es einmal vorkommen, dass ein Hammerstiel zu lang ist, dann kann man ihn natürlich einspannen und entsprechend absägen. Aber ich habe hier einen kleinen Geheimtipp. Es geht genauso gut hier mit dieser Zange. Die ist, glaube ich, normalerweise dafür da, um Hunden die Nägel zu schneiden. Also kein Spezialwerkzeug aus der Klavierbranche. Und damit geht das genauso gut, damit kann man wunderbar hier eine dünne Schicht abscheren. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, es geht auch noch, wenn der Hammer bereits eingebaut ist. Wichtig beim Einleimen der Hammerköpfe ist ein schöner Leimkranz. So, der letzte Hammer. Damit wären wir fertig. Und wenn wir gut gearbeitet haben, brauchen wir nachher nicht mehr so viel zu tun, aber wir müssen gleich doch mal kontrollieren, ob hier
wenn wir bei sind, die schieben und vielleicht noch kleine Korrekturen vornehmen, wenn die Hämmerchen nicht genau auf die Seiten treffen. Aber eigentlich sollte jetzt alles schon stimmen, weil ich hier sorgfältig gearbeitet habe. Noch was zu dem Leim, den wir verwenden, um die Hämmerchen einzuleimen. Es ist ein Knochenleim, ein Warmleim, der in einem Wasserbad erhitzt wird. Und der muss natürlich die richtige Konsistenz haben. Er darf nicht zu dick und nicht zu dünn sein. Im Neubau wird heute anderer Leim verwendet, aber bei der Reparatur nimmt man diesen althergebrachten und der ist deswegen ideal, weil er recht schnell antrocknet und somit nicht die Gefahr besteht, dass ein Hämmerchen außer Position gerät, weil es vielleicht durch sein eigenes Gewicht nach unten sinkt. Dieser Leim ist also wirklich hervorragend.